So, statt eines neuen epischen Food Diaries. Es ist jetzt 12 Uhr und ich mache mir jetzt meine erste Mahlzeit des Tages. Ich tue ein bisschen die Reste verwerten. Man sieht das alles noch ein bisschen, naja, hat schon mal eine intensivere Farbe gehabt. Gibt halt Tomaten, Apfel, Petersilie, Zitrone, Feldsalat. Das sind Salate aus dem Garten, ein Frisee, noch ein paar Möhren und noch eine abgeranzte Paprika. Und so sieht das dann komplett aus, der ganze Salat. Das hier ist ein großer Löffel und das ist schon echt ein richtiger großer Salat. Ja, da habe ich heute wahrscheinlich den ganzen Tag was dran zu essen. Also das habe ich jetzt in der einen Mahlzeit nicht. Die erste Mahlzeit des Tages, 11 Uhr jedenfalls, ist gefrorene Beeren, die ich über Nacht habe etwas weich werden lassen. 3 Bananen. Und 50 Gramm Flohsamen und 8 Teelöffel, nee, 50 Gramm. 13 Uhr, eine Packung Tomaten. Ein paar Tropfen Stevia. Ich mag es, wenn es ein bisschen süßer ist. Und ja, das gibt's jetzt. So, nach dem Mahl gibt es sozusagen als Nachtisch ein bisschen Snackteil, ein bisschen Grünzeug. Das ist hier einfach nur Rucola. Der Tag beginnt jetzt 13 Uhr mit Bananen, Weintrauben, Granatapfelkernen, Chiasamen und Flohsamenschalen. Dazu ein bisschen Wasser und das gibt's jetzt. Jetzt gibt es eine halbe Melone. Tag beginnt 12 Uhr mit einem Buchweizen- und Kakao-garnierten grünen Smoothie. Da ist vor allem viel Grünkohl und Petersilie drin, Orange und Bananen und ein paar Reste. Und jetzt gibt es eine ganze Melone. Und es ist jetzt, boah, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube 12 Uhr, habe ich jetzt außerdem nicht drauf geguckt, aber Mittag irgendwann. Gibt es am späten Nachmittag, frühen Abend einen großen Sprossensalat mit Mungbohnensprossen, mit Porridge-Sprossen, mit Knoblauchsprossen und mit einem Keimling-Mix. Ich glaube Alfalfa-Sprossen sind noch drin, die sind noch übrig geblieben und dann irgend noch eine Sprossenart, die ich vergessen habe. Die habe ich beim Metro gekauft, in der Packung mit Sprossen und ja, also die letzte Art. Die sind übrigens sehr günstig, die schwenken wir um. Die Sprossen beim Metro sind tatsächlich sehr günstig, die kosten so 1,50 Euro bis 2 Euro, so eine große Packung Sprossen. Und ja, da bin ich auch gern mal dabei, andere Sprossen auszuprobieren, wie Knoblauchsprossen oder Porridge-Sprossen, die ich normalerweise eben nicht selber mache, wie jetzt die Alfalfa-Sprossen oder die Mungbohnensprossen. Und ja, das bringt dann ein bisschen mehr Leben in die Bude oder in den Salat. Jo. Jetzt gibt es den Sprossensalat. Da sind auch noch Oliven und Tomaten und Paprika dabei. Und trinken tue ich immer hier aus diesem Kännchen entweder Wasser oder Tee. Wenn ich ein bisschen Zeit habe und weiß, dass ich den Tag in der Wohnung bin oder beziehungsweise absehbar ist, dass ich sozusagen hier bin, mache ich mir einen riesen Topf voll Tee und dann nehme ich immer den von Roberts Teehaus. Ich kann da nur, und jetzt ist es doch mal gut, dass Dauerwerbesendung unten steht, weil das ist wirklich ein Hammer-Tee. Es ist ein absoluter Hammer-Tee und ich habe da auch ein Video dazu schon mal gemacht. Also da gibt es wirklich keinen Tee, der auch nur mal ansatzweise so geil ist wie die von Roberts Teehaus. Der hat allerdings immer nur 5 Tees oder 7 Tees, die gerade eher in einer sehr guten Qualität kaufen kann und trotzdem preisgünstig sind. Also preisgünstig für die Qualität. Ist natürlich teurer als der Aldi-Teebeutel. Aber so ein Tee, da schmeckst du auch was. Und da schmeckst du Unterschiede. Und da ist es einfach. Wie gesagt, Roberts Teehaus unbedingt abchecken. Ich glaube, die Aktion gilt immer noch, dass ihr Christian eingibt und die Versandkosten spart bei dem Probepaket oder so. Schaut euch einfach mein Video zu Roberts Teehaus an. Richtig fette Dauerwerbesendung. Roberts Teehaus. Richtig geil. Der Robert war auch schon bei mir in der Wohnung. Wir haben ja 2 Interviews mit ihm gemacht. Einfach, es gibt einfach Produkte, da steht man einfach dahinter und sagt, hey, das ist geil. So, und ja, wie gesagt, scheiße. Ein bisschen Tee rausgeschwappt. Naja, schade. Gut, wie dem auch sei, also trinken gibt es die ganze Woche Wasser und Roberts Tee. Mehr nicht. Doch mehr. Ich kreiere gerade wieder eine Rohkost-Cola. Aber da kommt irgendwann mal ein Video noch dazu. Das ist, ich will nicht zu viel verraten. Und nun gibt es 5 Kakis. Oder auch Charonfrucht genannt. Ich glaube, das ist sogar was Unterschiedliches. Weiß da einer von euch mehr? Kaki, Charonfrucht? Ist es das wirklich dasselbe? Ich glaube, ich hatte die Lösung auch mal. Schreibt es in die Kommentare. Jetzt ist es 13 Uhr und es gibt Tomaten, Zwiebel und Rohkostbrot. Das geilste Rohkostbrot ever. Video habe ich dazu gemacht. Und jetzt gibt es noch 10
Kakis und da freue ich mich jetzt schon total drauf. Jetzt ist wieder Kaki-Saison und was der Preis wird, 1,50 pro Karton. Das heißt, also 3 Euro habe ich jetzt hier dafür bezahlt. Und ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Eine Schüssel voll Reis. Und genau deshalb wird das Food Diary nicht das Prädikat Rohkost Food Diary bekommen, sondern nur vegan und Rohkost Food Diary. Aber das ist mir natürlich egal, weil es gibt tatsächlich Tage, wo ich einfach mir schönen Reis mache. Und den habe ich immer da, der kann sich lagern. Manchmal hat Appetit drauf dazu. Ist hier Rosenkohl dabei, der schon ein bisschen ranzig war. Die koche ich dann lieber und esse nicht mehr roh. Und ja, dann gibt es halt so eine Schale und da freue ich mich total drauf und das genieße ich auch und ist auch kein schlechtes Gewissen. Und das solltet ihr auch nicht haben, wenn ihr ja, gekochten Reis oder gekochte Kartoffeln so esst. Alles, wo ihr das Gefühl habt, das tut mir gut oder das ist jetzt angemessen, ist genau das richtige Essen für euch. Und das gilt übrigens für alles, nicht nur für gekochte oder Rohkost. Und jetzt gibt es hier noch einen tropischen Orangen-Apfelmus. Da drin sind Orangen und Äpfel. 4 Orangen, 2 Äpfel, etwas Vanille, etwas Tonkabohne und gekeimte Buchweizen. Sprossen sind sie ja nicht wirklich, aber gekeimte Buchweizen, so rum, genau. Und dann wieder getrocknet als Crunchy-Effekt. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Jetzt gibt es einen richtig geilen großen Salat, denn die Grünkohlsaison hat angefangen. Und das erste Mal für mich ist Grünkohl, dazu mit gekeimten Buchweizen, Sprossen, bisschen Gurken, Paprika, Tomate. Freue mich total. Auf geht's! Früher waren das gehacktes Brötchen, heutzutage sind das selbstgemachte Rohkostbrote mit Senf und Gurke. Ich habe nämlich gerade wieder hier eine neue Lage gemacht. Wer das Rezept noch nicht kennt, richtig geil, das beste Rohkostbrot ever. Richtig geile Konsistenz und also richtig schön weich, also wie Brot halt, das ist wie Vollkornbrot, Rohkostbrot. Schaut euch das entsprechende Video dazu an und jetzt ja, gibt es das jetzt hier. So, hier habe ich mir ein paar Auberginen gedörrt und gewürzt. Und ja, die wird es jetzt geben, zusammen auch wieder mit meinem selbstgemachten Rohkostbrot. Das hole ich jetzt noch aus dem Kühlschrank raus. Jetzt gibt es einen fetten, geilen Salat mit Zwiebeln, Grünkohl, Gurken, Paprika, Tomate. Ich kann gar nicht sagen, es ist so viel, was da drin ist. Ja, im Endeffekt alles, was im Kühlschrank irgendwie zu finden war. Und die gibt es jetzt. Die Sonne kommt gerade draußen raus. Sieht man nicht, egal. Drauf geschissen.